Hallo und willkommen zurück zu Monkey Island. Hi. Und dann testen wir erstmal Idee von mir. Eine Idee. Dann mach mal. Okay. Erstmal. So. Nein. Wie kommen wir denn auf die Karte? Hm? Zurück zum Hotel. Und dann nach links raus. So. Warte, wir haben jetzt keine. Wir müssen erstmal hiervon wieder eine nehmen. Ich muss sagen, das Design von der Insel finde ich ziemlich cool. Ich brauche nur eine. Ach, wir haben noch eine. Okay. Oder wir brauchen die nicht mehr. Nee, dann brauchen wir sie nicht mehr. Schluss. Warte, erstmal. Müssen wir bestimmen. Ein leeres Glas auf den Stumpf zu stellen, wird auch nicht helfen. Du wirst erst irgendwas reintun. Zuckerwasser bestimmt. Ja. Wie geht's? Ah, das gefällt mir. Ja. Na, dann gehen wir mal. So. Ja. Voll nicht unauffällig. Endlich bist du da. Komm her, wir sind spät dran mit dem Opfer. Gott des Vulkans im Innern des Mount Sodbrand. Nimm dieses Opfer, das wir dir darbringen. In Form von Fleisch mit hohem Anteil an Fasern und bekömmlicher Zellulose. Frei von allem Fett und ungesättigten Fettsäuren. Auf dass es dich nährt und dein Wohlwollen über unser bescheidenes Dorf bringe. Und dass deine eitrige Kraterbeule nicht in Wallung komme. Okay, Jungs, schmeißt ihn rein. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Danke und gute Nacht. Ach, das ist gegen... Du Dummkopf! Du hast einem laktoseallergischen Vulkangott Käse gegeben. Weißt du, was das heißt? Du hast den göttlichen Durchfall heraufbeschworen. Rennt um euer Leben! Ein laktosetoleranter Vulkan. Yay. Sieht gut aus. Puh, das war spektakulärer, als ich gehofft hatte. Das haben wir noch nicht. Dann gehen wir jetzt zum Hotel. Und holen uns den Käse? Ja. Ob du schneller gehen kannst, Junge. Ich habe irgendwie das Gefühl, in 1 und 2 ist er schneller gegangen. Ich schätze, ich schleife das mal runter zu Haggis. Hier, Haggis. Dieses Zeug sollte dabei helfen, das Schiff zu flicken. Ei, Jungchen, das sollte es wirklich. Die Konsistenz von Teer, aber mit leichtem Pfeffergeschmack. Nun, kann ich jetzt deine Lotion haben? Ei, Jungchen, schnapp sie dir. Yay. Okay, was müssen wir mit dieser Lotion machen? Weiß nicht. Er ist jetzt damit beschäftigt, das Schiff zu reparieren. Okay. Gibt's irgendwas Neues dadurch, dass da jetzt Lava runterfließt? Nee. Wir können nicht mehr zum Vulkan hoch. Da waren wir noch nicht. Junge, ist das windig hier oben. Ah, der Leuchtturm. Wenn wir den reparieren, kommt wahrscheinlich die Fähre.
Da müssen wir bestimmt das Glas mit den Dingen reintun. Und das Glas mit Glühwürmchen, ja. Ja. Dann brauchen wir jetzt noch irgendwas, damit wir Glühwürmchen fangen können. Ich hätte jetzt... Aber wie kriegt man was Süßes her? Weil ich hätte jetzt das Glas... Meerwasser gefüllt. Können wir mal versuchen. Und dann... Ich fürchte, das Salz im Meerwasser könnte die angeschraubte Metalloberfläche zerfressen. Hm. Wir haben einen Messbecher. Er ist voller Seewasser. Können wir das vielleicht irgendwie destillieren oder so? Schluss. Da steht, hergestellt aus 100% reinem Lammspeck. Wohltuend und nahrhaft. Nein. Rübe frei. Ideal gegen vernebelte Köpfe. Es ist eine verschlossene Flasche Rasierseife. Können wir die öffnen? Ich kann den Korken nicht mit der Hand herausziehen. Vielleicht. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Ich kann den Nagel damit nicht benutzen. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Wir haben auch noch den Magneten. Ich glaube nicht, dass er den damit benutzt. Ich kann den Magnet damit nicht benutzen. Ja. Was machen wir jetzt? Da war nicht groß. Das will ich nicht schmieren. Warte mal, können wir vielleicht mit ihm reden über das Zimmer oben, was abgeschlossen ist? Ja, vielleicht. Wenn es ein Hotel ist. Können wir einen Drink bekommen? Der Vulkan ist ausgebrochen. Der Vulkan ist ausgebrochen! Ja, ich weiß, das Meistersuppe-Imperium ist gerettet. Ah, das ist der schönste Tag meines Lebens. Neben dem Tag, als Großvater den Austernkeks erfand, der auch in der Suppe knusprig bleibt. Nun, das freut mich für Sie. Bald wird das Hotel mit Touristen überflutet sein, die den Vulkan sehen wollen. Und ich kann endlich die Show veranstalten, an der ich zuletzt arbeitete, als wir noch Gäste hatten. Was für eine Show ist das? Voulez-vous, wie es war? Ein dramatisches Musical über eine talentierte junge Suppenköchin aus Paris, die auf grausame Weise für ihre revolutionären Ideen der Suppenzubereitung von der Pariser Vereinigung der Köche zerlegt wird. Das wird bestimmt ein großer Hit. Ein Drink? Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Einen fruchtigen Drink. Geben Sie mir einen großen, fruchtigen Drink mit einem Schirm drin. Gute Wahl. Es ist der köstliche Geschmack der Inseln. Hergestellt aus Zitronen, Grapefruit und Hackfleisch. Hey, kriege ich nicht einen dieser dekorativen Schirme für meinen tropischen Drink? Ich glaube, wir haben keine. Nein, ich habe mich vertan. Ich habe diesen hier. Natürlich. Ah, was? Ah, okay, können wir nicht nehmen. Ach, Papa Pisu, hier hast du deinen Becher zurück. Oder können wir den umfüllen? In das Glas. Ich möchte einen Drink, bitte. Kommt sofort.
Grog. Okay. Können wir den mit dem leeren Glas? Versuchen wir trotzdem. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich nicht sollte es bei mir behalten. Grog. Also, Ach, Papa Pichu. Hier hast du deinen Becher zurück. Hm. Was mit dem reden? Sonst würde ich nochmal versuchen, das. Oder ging das gar nicht mit dem Glas? Nee. Achso. Wie läuft das Geschäft? Oh, das ist einfach wunderbar. Jetzt, wo der Vulkan wieder ausgebrochen ist, werden wir mit Reservierungen überschüttet. Hm. Aber wir haben einen Schirm. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Können wir uns mit dem Schirm an der Windmühle festhalten? Ja, habe ich auch eben gerade gedacht. So, ich wollte erst gucken, ob der einen Haken hat. Mhm. Ja, da funktioniert das mit dem Doppelklicken. Ja, es geht nur, wenn du rausgehst irgendwo. Ah, dann kommt man bestimmt zu dem Fass hier vor. Er hat noch nicht gesagt, dass es nicht geht. Natürlich. Schieben? Es ist voll mit vergorenem Zuckerwasser, das zur Rumproduktion benötigt wird. Ha? Können wir das es da ist jetzt voller Zuckerwasser. Also, nein. Ah, jetzt ist die Tür auch offen. Aber wir können... Ja, wir können trotzdem nicht wieder rein. So, jetzt aber. Jetzt holen wir uns Glühwürmchen. Wofür auch immer wir das Meerwasser brauchen. Es ist voll mit leckerem, köstlichem Zuckerwasser. Hm, wette, das Wasser schmeckt gut. Und jetzt den Deckel benutzen. Ich kann gerade noch nichts sagen. Sie sind da drin gefangen und leuchten wie verrückt. Mitnehmen. Ach, ach haben, so, wir. Haben wir schon direkt. Laterne. So, jetzt zum Leuchtturm. Jetzt das hier mit Spiegel. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Ich kann das Glas nicht damit benutzen. Geh mal hier hin. Laternen halten. So. Es gibt kein Licht. Hä? Tote Glühwürmchen. Was? Ach nö. Können wir was leeren? Benutzen oder so? Ich muss das Glas irgendwo anders benutzen. Oder können wir damit irgendwas fangen? Mit den toten Insekten. Ich kann den Nagel damit nicht benutzen. Oh nein, die Glühwürmchen sind alle erstickt. Ich hätte vorher... Ich muss das Glas irgendwo anders benutzen. Mit dem anderen? Ich habe Löcher in den Verschluss des Glases gemacht. Aber wie mache ich es jetzt wieder auf? Ich habe schon seit meiner Schulzeit kein Glas mit toten Glühwürmchen mehr rumgetragen. Ich muss das Glas irgendwo anders benutzen. Können wir wieder Zuckerwasser holen gehen? Müssen wir jetzt trotzdem? Scheinbar schon. Es ist schon voll Zuckerwasser. Achso, ich glaube, wir müssen einfach jetzt nochmal zurück. Ich muss das Glas irgendwo anders benutzen. Vielleicht können wir es öffnen, wenn wir es hingestellt haben. Hm. Ah ja.
Jetzt Schluss mit Löchern. Sie sind da drin gefangen und leuchten wie verrückt. Ah, Laternen. Jetzt leuchtet. Ja, jetzt sieht's auch besser aus. So. Laterne mit der... Halt. Perfekt. Linse. Benutzen? Schieben? Zum Glück muss ich sie nicht justieren. Ah, okay, Spiegel. Ich habe nichts, womit ich ihn ersetzen kann. Ach, den Spiegel müssen wir auch ersetzen. Ah, der Spiegel ist kaputt. Ah. Doch, haben wir. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Schade. Ein magnetischer Nagel. Schön. Völlig wertlos. Ab. Nee, ja, das hier wahrscheinlich. Cool, eine magnetische Nadel. Es wird einem ganz schwindelig, wenn man die ganzen Möglichkeiten bedenkt. Die Nadel sinkt einfach. Ich muss sie zum Schwimmen bringen. Wir brauchen einen Korken. Wir brauchen irgendwas, um den Korken da rauszukriegen. Ja. Hm. Und etwas zum Spiegeln. Ja. Und wir müssen irgendwie in das verschlossene Zimmer kommen. Vielleicht ist da ja ein Spiegel. Achso, und es gibt den Schuppen noch im Dings. Den Schuppen auf dem Friedhof. Können wir. Guck mal die Sachen an. Ja, guck mal da rein. Da ist jemand drin. Kloppen? Da ist jemand drin. Es ist fest verschlossen. Reden? Achso, einfach. Achso, nee, das ist dahinter. Reden? Hallo. Was muss man machen, um in eines dieser Gräber zu kommen? Tot umfallen! Was muss man machen, um in eines dieser Gräber zu kommen? Tot umfallen! Das ist der Typ mit der Voodoo-Puppe. Ja. Wir haben die aber nicht dabei, oder? Nee, wir kommen. Ich glaube nicht, dass wir zurück auf die Insel kommen. Nee, glaube ich auch nicht. Oder wir können natürlich beim Schiff mal gucken. Vielleicht haben sie es ja mittlerweile repariert. Aber ich glaube es nicht. Nee. Vielleicht können wir irgendein Voodoo-Ritual benutzen, um der Eulen Bescheid zu sagen. Dieser Ring sitzt wirklich fest an ihrem Finger. Ja. Hat vielleicht. Was steht für mich in den Karten? Ruhm? Glück? Eine Romanze? Nun gut. Wir werden die Karten befragen. Der Prozess, die Tarotkarten zu lesen, ist sehr kompliziert. Jede gezogene Karte sagt ein kommendes Ereignis in deinem Leben voraus. Wenn man sie zusammensetzt, erzählen sie die Geschichte deiner Zukunft. Eine Zukunft, gefüllt mit überraschenden Wendungen und... Ah! Was ist los? Ist das ein gutes... Ah! Es ist der Tod. Im Tarot bedeutet Tod nur Veränderung, nicht wahr? Ich meine, das ist nichts, was einen beunruhigen sollte, oder? Ja, sicher. Was immer du sagst. Nun gehe bitte. Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Oh, dann sind die Prophezeiungen also wahr. Wo? Ich sehe nichts. Er muss fortgelaufen sein. Dies ist ein sehr schlechtes Omen. Wir haben jetzt eine Tarotkarte. Das ist ein Buch, was wir da haben. Warum haben wir das? Ich kann nur Seite 243 lesen.
Ein Kompass ist ein magnetisiertes Metallstück, welches in einer Flüssigkeit schwimmt. Mhm. Broschüren. Schauen wir uns doch die an. Er ist voller Big Whoop-Broschüren. Der Ort für Piraten und möchte gern Piraten. Das Fenster. Schließen. Ich lasse es lieber offen. Da ist ein eigenartiger Geruch im Flur. Keine Zeit dafür. Ich muss meine Braut retten. Sie ist verschlossen. Oh. Wir müssen auch langsam wieder ausmachen. Ja, also jetzt habe ich auch absolut keine Idee mehr, wie es weitergehen kann. Und müssen wir nächstes Mal ein bisschen rumprobieren. Jo, dann... Bis zum nächsten Mal. Man sich beim nächsten Mal, beziehungsweise seht ihr das Video beim nächsten Mal. Jo. Siehst genau du, unser einziger Zuschauer. Dieses ist hier beim nächsten Mal. Denn wir nehmen nur für dich auf. Stimmt sogar fast. Ja, fast. Okay. Dann bis zum nächsten Mal und zur nächsten Aufnahme und so. Tschüss. Ciao.